Seid wieder begrüßt auf meinem Kanal und heute kommt die Auflösung und die Bekanntgabe des Gewinners von der letzten Preisfrage bzw. Preisfragen. Denn wer richtig zugehört hat, habe ich gefragt nach dem Namen des Bärtigen und dem YouTube-Kanal. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr überrascht, wie viel da mitgemacht haben, wie schnell die Antworten kamen, wenn leider nicht immer vollständig, aber das war schon enorm und Daumen hoch, schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Ja, so, wer ist denn jetzt der Gewinner? Der Gewinner kommt aus dem Bergischen, heißt Martin und wohnt in Gummersbach. Martin K., den Nachnamen werde ich jetzt nicht erwähnen. Herzlichen Glückwunsch, ich habe dir bereits ja auch schon geschrieben. Ich habe leider gestern nicht mehr deinen Preis losschicken können, da ich mich ja in Holland aufgehalten habe. Dabei schon mal der Hinweis, morgen am 9.9. wird es ein neues Video geben und zwar vom Stone Train Festival aus Bigbergen. Wir schauen uns mal wieder ein paar echte Dampfloks an mit einem tollen Sound. Schaut euch das Video an, ihr werdet Spaß haben. Es wird auch einen zweiten Teil geben, den voraussichtlich dann nächste Woche Sonntag oder Montag. Und da fahren wir mit der 23.023 eine schöne Zugfahrt mit richtig tollen Sound. So, aber Martin, du bist bestimmt ganz gespannt. Dieses wird dich die Tage erreichen. Ich werde es morgen losschicken und ich wünsche dir bei dem Aufbau deiner Anlage viel Spaß und ich hoffe, dass du es gebrauchen kannst. Ja, da ist ein Zettel vor, das ist Absicht, du sollst jetzt noch nicht sehen, was es ist. Es ist auf jeden Fall was ganz Tolles, 3D gedrucktes von Modellbahn Union. Die machen ja wirklich immer super tolle Sachen. Ja, die Auflösung war natürlich Matthias Lovick von Franken und Western, sein YouTube-Kanal. Auch diesen kann ich euch allen nur sehr ans Herz legen. Ihr werdet euren Spaß haben, wenn ihr den Matthias hört, was er da über die Modellbahnindustrie und alles weitere über die Produkte erzählt und wie er es erzählt. Ich habe immer einen Heidenspaß dabei. Ja, das soll es dann heute schon gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis dahin und denkt daran, ab morgen neuer Film. Viel Spaß, ich hoffe, es gefällt euch. Bye, bye.